euch. www.salita.de Zwei Allgäuer sind bei den Olympischen Spielen in Tokio mit dabei und heute hat es geklappt. Gold fürs Allgäu. Lisa Brennauer aus Durach hat mit dem Bahnrad-Vierer den Sieg und einen neuen Weltrekord geholt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und damit begrüße ich Sie zu den Allgäu-TV-Nachrichten am Dienstag. Das sind die weiteren Themen der heutigen Sendung. Pilotprojekt weg von der Leiter, mehr Sicherheit für Land- und Forstwirtschaft. Eine Reise in die Vergangenheit im archäologischen Park Cambodonum und Entwicklungshilfe in Corona-Zeiten. Hilfsorganisation Humedica über die derzeitige Lage. Und das Wetter im Allgäu weiterhin unbeständig mit leichtem Regen. Eine Leiter kann ein tückisches Arbeitsmittel sein. Ein falscher Schritt und schon liegt man unten. Im Durchschnitt gehen 2 Unfälle pro Arbeitstag bei den Verantwortlichen der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau ein. Mit dem Projekt Weg von der Leiter sollen die Unfallzahlen jetzt minimiert werden und Alternativen für die Leiter gefunden werden. 2 dieser Alternativen wurden heute von Auszubildenden der Landwirtschaftsschule vorgestellt. Ein leiterfreies Schwaben. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in der Region verfolgt. Doch aufgrund der hohen Unfallzahlen im Zusammenhang mit schweren Stürzen von einer Leiter unumgänglich. Ein wichtiger Baustein dieses Vorhabens ist das Projekt Weg von der Leiter. Die Hauptarbeit dafür passiert in den Landwirtschaftsschulen. Hier müssen die Azubis im 2. Lehrjahr seit einiger Zeit eigene, sichere Alternativen zur herkömmlichen Leiter in ihren Betrieben entwickeln. Betreut wird das Projekt von Konrad Hackenmüller. Ja, also das fängt an, ich stelle das vor, das Ganze im Dezember in der Berufsschule, im Klassenzimmer, da, wie die Arbeitsvorhaben ablaufen, was man bauen kann, was für technische Lösungen gibt. Dann fahre ich auf jeden Betrieb hinaus, das ist dann im Januar, was in dem Fall Januar 2021, dann schauen wir den Betrieb auf Sicherheit durch, suchen die Lücke, wo es noch Gefahren gibt und dann versuchen wir Lösungen zu finden. Dann fängt der Lehrling an zum Bauen, also Februar, März, April und April ist dann die Endabnahme. Dann wird das Ganze geprüft auf Stabilität, auf Ergonomie, auf Sicherheit, Fotos dazu gemacht und dann im Juni, Juli ist dann eine Prämierung noch wieder im Klassenzimmer, also die Vorstellung von der Lehrling ihrer Arbeitsvorhaben. Sein Projekt vorstellen wird auch Florian Herb aus Kempten. Der 17-Jährige hat einige Tiefsilos auf seinem Betrieb zu Hause, die man bisher nur über eine Leiter erreichen konnte. Im Rahmen des Projekts hat er eine mobile Treppe entwickelt, die den Weg zu den Tiefsilos sicherer gestalten und Leitern komplett aus dem laufenden Betrieb verbannen soll. Durch Vorschlag von Herrn Hackenmüller, der mir geholfen hat, das passende Projekt zu finden. Und auch als Außenstehender Fehlerpunkte oder halt Unfallorte oder Möglichkeiten am Hof erkennen kann. Der Name des Projekts Weg von der Leiter sei vor allem provokativ gemeint, so Alois Schilling von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Allerdings steckt auch ein wahrer Kern dahinter. Denn laut Schilling gibt es bereits die ersten komplett leiterfreien Betriebe in Schwaben. Das mag im einen oder anderen Fall durchaus möglich sein. Ich kenne Betriebe, die haben sich dafür entschieden, haben den Betrieb entsprechend umgekrempelt, weg von der Leiter. Ja, ansonsten wollen wir einfach damit starten und so nach und nach die Leiter auf dem Betrieb verschwinden zu lassen durch entsprechende Maßnahmen. Und dazu haben wir viele, viele Beispiele aus der Praxis und diese guten praktischen Beispiele, die wollen wir vorlegen, die wollen wir vorstellen und natürlich versuchen, dass diese Projekte auch auf den Betrieben umgesetzt werden. Neben der mobilen Treppe von Florian Herb ist auch ein sogenannter Arbeitskorb eine gute Alternative zur Leiter. Ein solcher wurde heute in Durach vorgestellt und soll in Zukunft viele Betriebe in ganz Schwaben sicherer machen.
Für die Allgäuer Radsportlerin Lisa Brennauer aus Durach ist es die erste Medaille bei Olympia. Und die glänzt in Gold. Gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen Franziska Brause, Lisa Klein und Mieke Kröger hat der deutsche Bahnrad-Vierer heute im Finale das britische Quartett geschlagen. Dabei fuhren die vier deutschen Radfahrerinnen Weltrekordzeit mit 4 Minuten 04. Es ist der erste deutsche Olympiatriumph im Bahnausdauerbereich der Frauen seit 1992. Schon in der ersten Runde hatten die deutschen Frauen das Rennen gegen Italien gewonnen. Lisa Brennauer wurde bereits 2018 in Glasgow Europameisterin. Der Sieg bei Olympia ist für sie ihr bislang größter Erfolg. Unkompliziert, schnell, zuverlässig. Von der Broschüre bis zum Großformatdruck lassen Sie sich von unserer Produktvielfalt inspirieren. Wir rücken Ihre Werbung ins richtige Licht. Druckerei Wagner in Mindelheim. Ich will nur noch zum Jet, Michel. Zum Tanken und auf einem kleinen Snack. Krieg ich ein Eis? Okay. Und ein Heft? Na gut, es gibt viele Gründe, beim Jet, Michel, zu halten. Jet Allgäublick, direkt an der B19. Und jetzt zweimal neu an der B12 in Isny Schweinebach und Kraftesried. Optimieren Sie Ihre Auffindbarkeit bei Google für relevante Keywords. Erhalten Sie wichtige Entscheidungshilfen. Suchmaschinenanalyse. Wir zeigen Ihnen wie. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Waffen Bär. Das Haus für Jagd, Sportwaffen, Jagd- und Trachtenmode. Der Spezialist für Ferngläser und Outdoor-Artikel. Große Auswahl und persönliche Beratung sind unsere Stärke. Waffen Bär. Mehr Fun. Mehr Action. Mehr Möglichkeiten. E-Bikes von Husqvarna. Jetzt bei Zweirad-Haus Müller in Waltenhofen. 90 Jahre Möbel Inhofer. Und Sie bekommen die Geschenke. Jetzt mitmachen und mit ein bisschen Glück gibt's Ihre Wunschmöbel von RSA und Möbel Inhofer geschenkt. Teilnahmebedingungen und alle Infos auf rsa-radio.de. Allgäu bedeutet für mich der perfekte Lebens- und Wirtschaftsraum. Und ich bin echt glücklich, dass ich da leben darf. Und wir haben doch den tollsten Beruf der Welt, Landwirtschaft und Tourismus. Perfekt, einfach schön. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst warnt seit heute Nachmittag vor Starkregen und Gewittern im Raum Bodensee und Teilen des Ostallgäus. Ab heute Abend soll die Warnstufe 2 erreicht werden. Das Wetter für die nächsten Tage haben wir gleich für Sie und jetzt noch die Kurznachrichten kompakt zusammengefasst. Zwischenfazit nach Spendenaufruf. Seit vergangenen Freitag sind bisher 12.000 Euro an Spenden für die Betroffenen des Hochwassers von Rettenberg gesammelt worden. Die Oberallgäuer Landrätin Indra Bayer-Müller hatte die Bevölkerung im Landkreis vergangene Woche aufgerufen, für die Betroffenen zu spenden. Eine Zwischenbilanz zeigt, dass bereits über 100 Menschen gespendet haben. Gewitter, Starkregen und Hochwasser haben in der Oberallgäuer Gemeinde schwere Schäden verursacht. Die finanziellen Hilfen seitens der bayerischen Staatsregierung werden alleine nicht ausreichen, um die Schäden abzufangen, so die Landrätin. Genauere Infos zum Spendenaufruf gibt es auf der Homepage der Gemeinde Rettenberg. Neue Beschlüsse zur Corona-Impfung. Die Gesundheitsminister der Bundesländer haben angekündigt, dass ab September Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren geimpft werden sollen. In der gestrigen Videokonferenz haben sich die Mitglieder dann darauf einstimmig geeinigt. Die Ständige Impfkommission hat entspannt auf die Entscheidung der Gesundheitsminister reagiert. Sie hat bisher noch keine Impfempfehlung für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren gegeben. In etwa 10 Tagen werde die Ständige Impfkommission sich dazu öffentlich äußern und ihre Empfehlungen aktualisieren. In einem weiteren Beschluss haben sich die Mitglieder für eine Corona-Auffrischungsimpfung ab September ausgesprochen.
Begonnen werden soll zunächst mit den Menschen in den Alten- und Pflegeheimen. Diese Impfungen sollen sowohl im Regelsystem der niedergelassenen Ärzte als auch mit mobilen Teams möglich sein. Endspurt für Tunnel in Bertholdshofen. Der Rohbau des Tunnels bei Bertholdshofen ist nach 2 Jahren nahezu abgeschlossen. Ziel ist es, die Ortsumfahrung im Frühjahr 2022 dem Verkehr zu übergeben. Das hat das staatliche Bauamt Kempten bekannt gegeben. Lediglich die Asphaltdecke der neuen Fahrbahn muss in den nächsten Wochen noch aufgetragen werden. Sobald das geschafft ist, sind die Arbeiten der Tunnelbauer erledigt und der Innenausbau kann beginnen. Baustellenchef Roland Arnold gibt bekannt, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht ganz eingehalten werden konnte. Bereits Ende diesen Jahres hätten schon die ersten Fahrzeuge durch den Tunnel fahren sollen. Die Corona-Pandemie und das widerstandsfähige Gestein im Berg sorgten aber für Verzögerungen, so der Baustellenchef. Am Wochenende hat es wieder eine Reihe der sogenannten Enkeltrick-Anrufe im Allgäu gegeben. Beim Polizeipräsidium Schwaben-Südwest ging die Welle am Samstagmorgen los. Es wurden einige betrügerische Anrufe bei der Polizei gemeldet. Vor diesen Anrufen warnt die Polizei seit Jahren. Dennoch sind die Betrüger weiterhin am Telefon und laut Polizei auch immer wieder erfolgreich. Warum das so ist und was die Polizei dagegen tut, weiß Holger Stabig vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest, den ich gleich hier bei mir im Studio begrüße. Vorab werfen wir aber noch einen kurzen Blick auf das Wetter. Kaiserwetter, präsentiert von Insektenschutz Kaiser. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte und Sonnenschutzplissés. Heute Nacht wird es in allen Regionen im Allgäu nass und grau. Besonders viel Regen bekommt der Raum Bodensee und das Oberallgäu ab. Die Werte liegen bei 13 Grad. Der Regen der Nacht zieht sich morgen Vormittag nur durch das Unterallgäu weiter. In den anderen Regionen bleibt es trocken, aber bewölkt. Im Ostallgäu zieht Nebel auf. Die Höchstwerte liegen im Oberallgäu bei 20 Grad. Im Laufe des Tages fängt es dann bis auf das Oberallgäu und den Raum Buchloe an zu regnen. Es gibt leichte Gewitter. Der Himmel bleibt im gesamten Allgäu weiterhin bedeckt, die Temperaturen unverändert. Auch in den Allgäuer Bergen muss morgen mit starken Gewittern gerechnet werden. Es regnet in allen Gebieten und wird ungemütlich. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 11 und 17 Grad. Am Donnerstag geht es stellenweise noch mit Regen weiter, die Sonne zeigt sich aber trotzdem immer mal wieder. Am Freitag schaut es freundlicher aus, es bleibt trocken und wird sonnig. Und am Samstag wird es dann mit 24 Grad wieder etwas wärmer, die Sonne zeigt sich im Wechsel mit kleinen Wolken. Gerade haben wir es in den News gehört, sogenannte Enkeltrick-Anrufe sind im Allgäu nach wie vor an der Tagesordnung. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich Holger Stabig vom Polizeipräsidium Schwaben-Südwest. Herr Stabig, herzlich willkommen und gleich die erste Frage. Wie laufen denn diese sogenannten Enkeltrick-Betrüger-Anrufe ab? Ja, es werden vornehmlich ältere Leute angerufen. Es meldet sich eine Person, nennt meist keinen Namen und gibt vor, ein Verwandter zu sein. Springt der Angerufene darauf an, so entwickelt sich im weiteren Verlauf ein Gespräch mit dem Ziel, dass der Angerufene dazu gebracht werden soll, sein Bargeld und seinen Schmuck an die Betrüger zu übergeben. Da entsteht ja ein unglaublicher Schaden. Von was für Summen sprechen wir? Ja, bei uns im Präsidium alleine in diesem Jahr, im laufenden Jahr 2021, bereits von einer Summe von ungefähr 400.000. Bei uns sind bislang rund 250 Fälle gemeldet worden. Also wir reden von einer sehr, sehr großen Dimension. Wenn nun jemand so einen Anruf bekommt, was kann man während eines Anrufs tun, beziehungsweise wie kann man sich danach verhalten? Das Wichtigste, wenn man einen solchen Anruf bekommt, ist erst einmal gesunde Skepsis. Also wenn der Anrufer sich zum Beispiel nicht mit Namen meldet oder ein Verwandtschaftsverhältnis vortäuscht, sollte man skeptisch sein. Ist es denn wirklich mein Verwandter? Erkenne ich ihn an der Stimme? Nötigenfalls sollte man sich natürlich mit der Polizei in Verbindung setzen oder aber mit Angehörigen darüber reden, bevor man logischerweise eine Geldübergabe tätigt oder etwas in der Richtung. Nun beschäftigt dieses Thema die Polizei ja schon eine ganze Weile. Was tut die Polizei bzw. was kann die Polizei überhaupt tun, außer aufklären? Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Ja, es gibt jetzt ein neues Warnkonzept, wo wir uns erhoffen, dass wir nicht mehr uns nur an die Angerufenen wenden, sondern wir möchten jetzt auch die Personen erreichen, die vielleicht das letzte Glied in der Kette sind, bevor eine Geldübergabe stattfindet. Also beispielsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken, Taxifahrer, Pflegedienstleistende. An diese Leute wenden wir uns gezielt. Wenn diesen Leuten etwas auffällt, dann bitten wir darum, beim kleinsten Verdacht sofort die Polizei zu informieren.
Ganz herzlichen Dank, Holger Stabeck vom Polizeipräsidium Schwaben Südwest. Themawechsel. Wir alle kennen ihn, oder zumindest die meisten, den Archäologen Indiana Jones, der auf der ganzen Welt die größten Abenteuer erlebt und regelmäßig wertvolle Schätze findet. In Wahrheit gestaltet sich die Arbeit eines Archäologen allerdings doch ein wenig anders. Wie so ein Arbeitstag genau aussieht, können sich Interessierte jetzt im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten ansehen. Auch wir waren mit vor Ort. Für viele sind es nur ein paar alte Steine. Für Archäologen sind es jedoch Steine, von denen jeder seine ganz eigene, spannende Geschichte aus der Vergangenheit erzählt. Im Archäologischen Park in Kempten werden seit dem 19. Jahrhundert Überreste der Römerstadt Cambodunum ausgegraben. Im Moment kann man den Archäologen bei der Arbeit in Kempten sogar zuschauen. Die sogenannten Schaugrabungen sollen den Ausgrabungsalltag für die Besucherinnen und Besucher erlebbar machen. Sie können quasi den Archäologen live im Feldeinsatz erleben. Das heißt, vom Ausgraben, wie es jetzt im Hintergrund passiert, mit Hacke, Schaufel, Kelle, manchmal auch dem Pinsel, dem wohlbekannten, bis hin zur Grabungsdokumentation. Das heißt, sowohl die zeichnerische Dokumentation der Grabungsergebnisse als auch gegen Ende der Grabung wird es sicher auch wieder eine digitale Vermessung mit einem Structure-for-Motion-Modell geben. Genau. Außerdem kann man den Archäologen noch zusehen, wenn sie Vermessungsarbeiten durchführen, wenn sie Funde bergen, genau. Und man kann allerlei Fragen stellen und wird vor Ort kompetent beraten. Gegraben wird aktuell nach Überresten eines ehemaligen Wohngebäudes aus dem frühen 1. Jahrhundert. Vor allem Tonscherben kommen bei der Suche zum Vorschein. Sogar diese kleinen Fundstücke können wichtige Erkenntnisse über das Leben der Kemptner Römer liefern. Den Besuchern der Schaugrabungen soll auch gezeigt werden, wie wichtig diese Erkenntnisse sind. Für uns ist es sehr wichtig, weil die Archäologie ja oftmals einen, ich sag mal, negativen Stellenwert hat, wenn es um Bauprojekte geht, heißt es immer, wir verzögern das alles und das braucht ja alles so lang. Aber wie man sieht, das ist halt einfach eine händische Arbeit, weil wir nicht mit großen Maschinen arbeiten können, sonst zerstören wir einfach viel mehr, als dass wir an Wissen herausziehen können. Und deshalb ist es einfach eine sehr zeitintensive Arbeit. Aber es ist auch eine sehr lohnende Arbeit. Also die Erkenntnisse, die wir gewinnen, eben zu den frühen Römern in Kempten, sind schon bahnbrechend, kann man sagen, genau. Im Rahmen der Schaugrabungen konnten bereits neue Erkenntnisse über die Bauweise der Römer gewonnen werden, da noch nie zuvor so tief im Archäologischen Park Cambodunum gegraben wurde. Bei den Arbeiten von Johannes Schiesel und seinem Team ist größte Vorsicht geboten. Die Vorsicht fährt natürlich immer mit, das ist schon ganz richtig, aber die Erfahrung der Ausgräber, die zeigt halt auch, man merkt, wenn man mit der Kelle arbeitet, wie sich der Boden verändert und dann die Fundstücke sieht man dann auch, man bekommt ein richtiges Auge dafür, was für den Laien eher so der braune Boden und Dreck ist, ist dann für den Archäologen schon wieder eine andere Bodenschicht, die man einfach auch mit Gespür und Erfahrung wahrnehmen kann. Und deshalb kann man manchmal dann auch zu, ich sag mal, gröberen Arbeitsmitteln greifen, wie also eine Hacke oder eine Schaufel oder einem Spaten, weil man einfach jetzt auch durch die Erfahrung der letzten zwei Jahre schon ein bisschen vorausschauend weiß, welche Schichten kommen, wie könnten sich die Schichten entwickeln. Und dann kann man den Arbeitsprozess quasi ein klein wenig beschleunigen auch. Noch bis zum 3. September können die Besucher hier einen Blick in die Vergangenheit wagen. Dann schließt der Archäologische Park seine Tore wieder. Im Wahlkampf geht es hoch hinaus. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war bei einer Bergrettungsübung am Hochvogel in der Nähe des Prinz-Luitpold-Hauses mit dabei. Für die Bergwacht Hinterstein war das kein alltäglicher Besuch. Zusammen mit Florian Herrmann nahm Söder am letzten Dienstag an der Übung und an den verschiedenen Szenarien teil. Auf den Fotos der Staatskanzlei Bayern ist zu sehen, wie Söder und Herrmann die Übungen ganz genau verfolgen. Erst kurz vorher haben die Beteiligten der Bergwacht vom Besuch der Staatskanzlei erfahren. Raphael Müller, Leiter der Bergwacht Hinterstein, spricht von strengster Geheimhaltung vorab. Für die Ortsgruppen der Bergwacht war der Besuch eine große Wertschätzung, wie sie nach dem Übungstag auf Facebook und ihrer Homepage bekannt gaben. Gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten.
Egger Technologie ist Ihr professioneller Partner für Trinkwasseraufbereitung aller Art. Natürlich mit Vollservice, Beratung, Planung, Montage und Wartung. Alles aus einer Hand. Mit Technik von Egger wird's Wasser lecker. All You Can Read. Kostenlos, informativ, unterhaltsam. Aktuelle Nachrichten, Blaulicht- und Boulevardthemen, Unternehmensnews und vieles mehr. All-in.de. Das Allgäu online. Betten Nägele, das größte Schlafzentrum in Kaufbeuren und Landsberg mit Zufriedenheitsgarantie. Ihr zertifiziertes Premium-Fachgeschäft mit computergestützter Körpervermessung für Ihre ideal passende Matratze oder Boxspringbett. Betten Nägele in Kaufbeuren und Landsberg. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobsimallgäu.de ist Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren, Lebenslauf hochladen und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Oder ohne Registrierung direkt mit einem Klick bewerben. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Wir bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Für Länder und Regionen, in denen ohnehin bereits große Armut herrscht, ist Corona natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Hinzu kommt der Druck durch den Klimawandel und die damit einhergehenden Extremwetterereignisse wie Fluten, Dürren oder Hitzeperioden. Auch für Hilfsorganisationen wie etwa Humedica in Kaufbeuren sind es keine einfachen Zeiten. Wir waren vor Ort und haben nachgefragt, wie die weltweite Lage die Arbeit der Organisation beeinflusst. Ein Einsatz im eigenen Land, das ist für Johannes Peter doch eher ungewöhnlich. In den Flutgebieten in Westdeutschland unterstützt Humedica vor allem die Koordination von Hilfseinsätzen. Sie waren selbst vor Ort für zumindest eine kurze Zeit. Wie haben Sie die Lage vor Ort wahrgenommen? Ich habe sowas nicht für möglich gehalten in Deutschland. Als wir dort nach Ahrbrück mit dem Auto runtergefahren sind, da muss man über das Mittelgebirge runterfahren, das Ahrtal. Und man hat wirklich das Gefühl, man fährt so einen Trichter runter. Und wenn man die Bilder schon gesehen hat, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass da Wassermassen wirklich in dieses Tal getrichtert wurden. Aber dass es wirklich in Deutschland so Bilder gibt, die man sonst aus Katastrophen anderer Länder kennt, wo, sag ich mal, um diesen Fluss herum, ja, an manchen Stellen vielleicht bis zu 100 Meter oder sogar mehr oder weniger, alles wirklich plattgewalzt ist, denn anders kann man es nicht sagen. Wir sind dann dort über eine ganz alte, fast schon historische Brücke gefahren, die als einzige noch stand. Dort konnten andere Autos drüber fahren und sonst war wirklich außenrum war Zerstörung, einfach Schutt, auch von Gebäuden. Ein halb eingefallenes oder weggeschwemmtes Gebäude stand noch dort. Und sowas ja, hat mich tief schockiert, auch wie viele Menschen dann dort zu Leid gekommen sind und dass sie vor allem jetzt auch für ein halbes Jahr teilweise brauchen werden, um Infrastruktur wieder in Stand zu setzen, wie zum Beispiel die Wasserversorgung. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt braucht man mehr und mehr Spezialisten, die sich dem annehmen können, denn schweres Gerät kann man nicht einfach mal so mit ehrenamtlichen Teams bedienen, sondern da braucht es dann wirklich Spezialisten. Sind zum Beispiel Schimmel in Gebäuden aufgetaucht, da muss man schauen, wie geht man da weiter. Welches Gebäude ist überhaupt noch sicher? Gibt es nicht sogar Ecken, wo die Frage ist, kann man da noch hinbauen? Vielleicht kommt in 100 Jahren wieder was, aber dann könnte man wieder hinbauen. Das sind komplexe Fragen, weil natürlich dann auch da Privatgelände, Privatgrundstücke betroffen sind. Und das ist natürlich nicht so einfach zu klären. Ja, mit Sicherheit. Sie sind mit Humedica jetzt in ganz vielen Ländern auf der Welt ja aktiv. Wie würden Sie denn die Lage in letzter Zeit beschreiben? Wie einfach oder schwierig ist Ihre Arbeit in den verschiedensten Ländern? Also die Arbeit ist
extrem notwendig und auch die Entwicklung der letzten Monate zeigt, wie viel mehr wir uns da auch weiter engagieren müssen durch die Lockdowns der Corona-Pandemie und die Verluste von Arbeitsstellen, gerade im informellen Sektor, ist die Not extrem gestiegen und auch die Anzahl an hungernden Menschen, vor allem auch an Menschen, die an akutem Hunger leiden, weil man muss da unterscheiden, wir sprechen manchmal von Hungersnot, aber eine Hungersnot, wo ich, sag ich mal, mangelernährt bin und deswegen meine Kapazitäten nicht ausschöpfen kann, oder eine Hungersnot, die mich wirklich an den Rand meines Lebens bringt, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und die Anzahl in all diesen Bereichen ist gestiegen und deswegen ist die Hilfe nach wie vor ganz, ganz notwendig und Entwicklungszusammenarbeit spielt hier einen wichtigen Faktor, denn die Menschen sind natürlich auch auf Infrastruktur angewiesen, die zum Beispiel im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit gestärkt und aufgebaut wird, wie zum Beispiel medizinische Einrichtungen, denn die spielen ja gerade für diejenigen, die in akuter Not sind, eine ganz, ganz wichtige Rolle und das sind auch wiederum Anlaufstellen für Hilfe in Not. Die Entwicklungshilfe allgemein, was würden Sie sagen, wie hat die sich in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten verändert? Also wenn Sie vor Ort in einem Land sind, um dort zu helfen, ist ja eigentlich das Ziel immer, irgendwann auch wieder loslassen zu können und zu sagen, so, jetzt haben wir genug getan, als dass vor Ort von alleine sozusagen wieder sinnvoll gearbeitet werden kann und ohne Ihre Hilfe auch wieder normales Leben möglich ist. Also die Entwicklungszusammenarbeit, die verändert sich immer. Wir haben heute ganz andere Messgrößen zum Beispiel. Es gibt einen Index zum Messen von mehrdimensionaler Armut, die zum Beispiel hilft auch zu sagen, okay, was sind denn die Probleme in einem Land? Was heißt Armut eigentlich? Wir nehmen das oft in den Mund und wissen vielleicht implizit, dass es was mit Hunger, mit Bildung, mit Infrastruktur zu tun hat. Aber mit diesen Indikatoren kann man es einfach fassen und kann dann von dem auch besser reden oder besser Instrumente dafür entwickeln. Eine bekannte Forscherin zum Beispiel in dem Bereich, die Französin Esther Duflo, die hat zum Beispiel geforscht, wie man mit Kleinkrediten Menschen am besten helfen kann, wie man sie schulen kann. Und das sind auch Ansätze, die wir in der Entwicklungszusammenarbeit verwenden und dann natürlich auch überlegen, okay, wie können wir denn das wieder beenden? Wie können die Leute wirklich befähigt werden? Denn sie sind ja nicht unfähig. Das ist, glaube ich, oft ein Paradigmenwechsel, der auch schon stattgefunden hat, dass man Leute als Hilfsempfänger gesehen hat, aber es sind ja aktive Gestalter ihrer Umwelt und das ihnen bewusst zu machen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Letzte Frage. Inwiefern hat Corona Ihre Arbeit blockiert und inwiefern merken Sie vielleicht, dass das jetzt auch besser wird, gerade wenn man an Reisen denkt, an die Kommunikation denkt? Wie ist da der Stand der Dinge? Ist es immer noch sehr schwierig oder merken Sie, dass es langsam besser wird? Also Reisen sind möglich, waren ja auch ein Stück weit während der Corona-Pandemie auch möglich. Wir hatten auch vereinzelt Reisen, wo es sehr, sehr wichtig war. Im Endeffekt kommt es auf die Länder an, in die man reist, wie dort die Bestimmungen sind. Und natürlich wechselseitig, also jeweils die Bestimmung aus Deutschland für das Reiseland und des Reiselands dann für Deutschland. Und das macht es in Einzelfällen immer noch natürlich herausfordernd oder braucht mehr Zeit. Zeit wird es auch in vielen Ländern dieser Erde noch brauchen, bis die weltweite Pandemielage ein Aufatmen zulässt. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Morgen sind wir in der Klinik in Pfronten und sprechen mit einem Arzt dort über das Thema Long-Covid und wie verbreitet es im Allgäu ist. Außerdem begleiten wir eine Therapiestunde mit Betroffenen. Weiter wird uns der Besuch der Europaabgeordneten Ulrike Müller auf dem Nebelhorn beschäftigen und die Frage nach der Zukunft der Europäischen Union. Ich freue mich, wenn wir uns dazu morgen wiedersehen und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Salita, natürlich aus Allgäuer Milch. www.salita.de